Hey ho und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, ich bin jetzt nicht mehr im Schmied, sondern ich bin dahin gelaufen, wo wir in der letzten Folge hier in den Wald rein sind, Richtung Schmetterling. So, ich hatte in der letzten Folge auch dieses Türchen hier geöffnet. Und ich wollte ursprünglich noch gar nicht hier hingehen, weil das ist, wie gesagt, eher ein High-End-Gebiet. Oder Mid-End, also was kurz vor High-End kommt. Und entsprechend schwierig, was die Gegner angeht. So, da kommt schon der Erste, er ist getarnt. Aha, ja, Olive ist so praktisch, Olive ist so schön. Ich werde... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha, ich glaube, mit dem richtigen Treffer macht er mich tot. Eigentlich könnte... Shit. Ja, das war's schon. Okay, ich werde jetzt cheaten. Nein, cheaten ist das falsche Wort. Das klingt so... böse. So, der Magier ist ja noch die eine Sache. Ja, zum Glück habe ich hier noch kurz vorher das lustige Lagerfeuer benutzt. Es gibt im Grunde zwei Sachen, die ich mir hier besorgen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Ich werde es jetzt einmal versuchen. Sollte es nicht klappen, komme ich hier später nochmal hin, wenn meine Chancen größer sind. Sprich durch eventuell etwas bessere Ausrüstung oder besser abgegradete Ausrüstung. So, nächster Versuch. So, der getarnte Typ, den wir gerade hier gesehen haben, ist ein Unikat. So, das nehmen wir wieder mit. So, wo kommt der? Da ist er. So, jetzt packen wir uns den erstmal an und nutzen die strunzdoofe KI dieses Spiels aus. Ich stelle mich einfach hier hin. Leg jetzt mein Schild raus. Oh, wer kommt denn da? Oh, wer fällt denn da? Ja. Im Grunde schade, dass der Typ hier nur einmalig da ist. Der gibt mir schon 3000 Seelen. Macht aber im Grunde nicht so viel aus. Ich meine, es gibt ja hier noch... Moment, wo schießt er? Ah, da kommt er. So, den soll ich jetzt auch besser in der Lage sein zu besiegen. Man sieht ja... Oder ich kann es auch sein lassen. Es dauert jetzt hier dann Ewigkeiten, bis ich so ein Viech mal tot habe. Die haben ewig viele Lebenspunkte. Im Falle eines Magiers teilen sie natürlich auch ganz gut aus. So, mal sehen, ob ich hier so ein bisschen Chainback stemmen kann. Ich darf mich jetzt hier nicht zu weit oder zu viel bewegen. So, stirb. Stirb, mein... Aha! So, der ist schon mal hinüber. Ich möchte nämlich eigentlich dieses KI-Desaster nicht unbedingt in diesem Projekt großartig ausnutzen. Gut, jetzt habe ich schon mal ausgenutzt, um hier mich dieses elenden Vieches zu entledigen. So, da drüben kommt jetzt noch so ein, so ein verhüllter Dieb her, der ich gerne sein wäre. Moment, nein. Verdammt, ich habe gerade eben meine Megaman-Folge aufgenommen, in der ich etwas gereimt habe. Etwas viel. Und das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen... abgefärbt. So, uah. Schwere Nöter, komm her. Ich zeige dich. Mach was, danke. Ich könnte versuchen zu parieren, aber so ein schneller Charakter... Ey, nicht dreh... Er kann Blutungseffekte verursachen, aber das kann ich theoretisch auch, wenn ich ihn mal öfter treffen würde. So, deswegen wollte ich ursprünglich eigentlich erst später hier hinkommen. Wenn ich ein bisschen mehr Schaden verursache als das bisschen Elend hier. Na gut, ich könnte die helle Bade nehmen, aber... Wer will das schon? Ich meine, bei so einer stylisch geilen Waffe. Ja, ich musste mit den Schrecken feststellen, dass zu dem Zeitpunkt jetzt hier die vorhergehende Folge doch relativ wenig Kommentare gekriegt habt. Aber dafür ist der eine für dicke Schwerter oder diejenige, keine Ahnung, und der oder die andere für dünne Uchigatanas. Yay! Ich bin auch für dünne Uchigatanas. Wie gesagt, auf die Technik kommt es an. Verdammt, habe ich mich jetzt verlaufen hier. Es gibt keine Minimap, da bin ich auch schon gefragt worden. Wie ist es denn, wenn du dich verläufst? Kannst du auf der Karte gucken? Okay. Ah, in dem Baumstamm da hinten. Ich versuche gerade mal hinzulaufen. Orientiere ich mich doch tatsächlich immer ein wenig. Hier, an den hier. Aber den hatte ich ja gerade schon ein bisschen aus den Augen verloren. Kann ich den treten? Bringt nicht viel, kann ich ihn nochmal treten? Jetzt bringt es was. Ah, Idiot! Oh, er kann Stinkekäsefüße nicht ab. Bitte nicht hauen, danke. Zum Glück ist sein Knüppel so kurz. Ja, man sieht auch an den Viechern hier, dass die wesentlich besser agieren, um solchen Backstabos auszuweichen. Oh, von hinten und... Na, ah, verdammt, jetzt stand ich doch ein bisschen zu seitlich. Ja, das ist ein Kleriker. Oh, das hat er noch nie gemacht. Ja, wenn er jetzt so zurückweicht, dann heißt das eigentlich... Hilfe, ich bin eine Pussy, ich muss mich unbedingt heilen. Was war das denn jetzt? Okay, oh... Was war das denn jetzt für ein Konter? Das ist mir auch noch nie passiert. So, jetzt kommt der schwierige Teil. So, jetzt müssen wir ein bisschen wieder orientieren. Okay, da hinten steht so ein böser Wicht. Den lassen wir mal außen vor. So,
So, von ist ein Abgrund und da sollten wir nicht allzu weit dran herumlaufen. Runterfallen ist scheiße. Sind mich gerade schön weit. So, jetzt müsste hier irgendwo. Aha, okay. Oh, shit. So, da ist nochmal. Jetzt haben wir die Bogenfuss hier auf uns aufmerksam gemacht und wieder so ein Rittersmann. Das Problem, was diesen Rittersmann angeht, er schützt sich verdammt gut, bekommt auch noch richtig Backup von seiner Bogentussi. Und die Bogentussi würde ich doch ganz gerne alleine bekämpfen. Und jetzt muss ich mich hier ein bisschen umorientieren, verdammt. Wo ist denn der Typ hin? Ja, das ist das Problem, der läuft gerne wieder zurück. Deswegen muss ich gucken, dass ich... Ah ja, von hinten am besten. Da. Okay, der Schaden ist erbärmlich, aber dafür kriege ich... Wie soll ich sagen? Er kontert halt ganz gerne und er wird von... Scheiße, jetzt ist wieder der Steuerungsfehler aufgetaucht. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, was für ein Steuerungsfehler? Bitte trink. Nein! Okay, ich muss gucken, dass ich ihn von hinten irgendwie erwische. Ui. Ich hasse es, wenn sie treten. Oh nein, das kommt auch noch sowas. Shit. Ich muss... Oh Gott, von wo... Oh Gott, wo habe ich mich hierhin verfranst? Oh Gott, ich habe mich total verfranst hier. Ich habe mich in einen Bereich verfranst, in dem es dann auch wieder diese komischen Baumviecher gibt, die aber wiederum wesentlich stärker sind als die Granaten, die es vorher gab. Shit. Ich weiß gerade total nicht, wo ich hinlaufe. Okay, da hinten ist, glaube ich, die Treppe. Das ist gut. Dann kann ich vielleicht von den Baumviechern irgendwas voneinander trennen. Kommt da irgendwas? Moment. Ich kann mir hier immer ein bisschen Zeit zum Saufen. Ja, die folgen einem leider nicht unbegrenzt. Na gut. Eigentlich ist es schon gut, dass sie einem nicht unbegrenzt... Okay. Oh, da kommt er. Das ist gut. Da muss ich nicht, auf ehrliche Art und Weise gegen ihn kämpfen. Aber... Nennt es... Ist es Exploit? Ich weiß es nicht. Gut, wenn er nicht hochkommt, dann ist es keiner. Okay. Locken wir ihn nochmal hierher. Wenn ich im Einzelkampf gegen ihn antreten darf, dann ist es ja... Von der Chancenverteilung her, ja, wesentlich besser, wenn er nicht andauernd rumtreten würde. Oh, schon wieder. Komm, sei ein Mann, du hast einen Riesenteil vor dir rum. Also hau doch mal zu, Junge. Hau länger zu, damit ich hinter dich rankomme. Ah, oh, Gott. Kann ich ihn treten? Ja, kann ich. Kann ich nochmal treten? Nein, er tritt zurück. Wie im Kindergarten. Und nochmal ausweichen. Oh Gott, das dauert ewig. Das ist auch ein... Unikata-Gegner, verdammt. Oh, ich habe seine Verteidigung durchbrochen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Was habe ich denn sonst noch? Gar nichts? Oh, Armbrust. Bringt mir nicht viel. Er ist zu sehr geschützt, glaube ich. Oh, jetzt greift er zurück an. Und er nimmt seinen Schild raus. Und, ach ja, ich könnte vielleicht mal was über den Steuerungsfehler verlieren. Oh Gott. Da kommt auch so ein Baumviech an. Oh, jetzt stelle ich mich doch lieber mal hier hin. Okay, während... Ich hoffe, dass er... Jetzt vielleicht mal hier hochläuft. Also sein lässt. Oder kommt er doch? Nein, da hinten läuft er. Okay, dafür ist das Baumviech wieder weg. Tut mir leid, wenn es ein bisschen langweilig wird, den will ich doch loswerden. Das ist, glaube ich, wie gesagt, auch ein Unikat. Okay, das war nur ein Phantom, was da hochlief. Ich habe schon gedacht. Bitte nicht hauen. Danke. Da er mir schon ein bisschen abgezogen hat, könnte das tödlich enden. Mach was. Okay, ich könnte auch was machen und ihn treten. Super. Okay, kommt jetzt noch einer hinterher? Jawohl, komm da. Komm ich noch hinterher? Nein. Jedenfalls nicht richtig. Der Steuerungsfehler. Doch, schon wieder. Ah, oh, ich hasse es. Ich weiß auch nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Ganz ehrlich. Ja, wunderbar. Ist er jetzt tot? Bitte, lass ihn tot sein. Bitte. Nein. Krieg ich ihn jetzt tot? Yes. Ich weiß es nicht, wie ich den jetzt adäquat beschreiben soll. Es ist folgendermaßen. Ich kann auf der Vierecks-Taste ja einen Gegenstand einsetzen und mit mit R und R2 kann ich wiederum angreifen. So, jetzt passiert es aber manchmal, während ich E-Mails kriege, dass ich den Knopf drücke, aber keine Aktion ausgeführt wird. Quasi der Befehl, den ich eingegeben habe, wird verschluckt. Der Charakter macht einfach nichts. Das Problem ist, dass der Befehl nicht einfach nur vergessen wurde, sondern... dass er vom Timing her einfach total daneben liegt. Was heißt vom Timing daneben liegt? Ist eigentlich auch falsch beschrieben. Wenn ich jetzt nochmal die gleiche Taste drücke, wird der Angriff oder die Aktion, mit Aktion meine ich jetzt beispielsweise Item einsetzen, das wäre jetzt hier meine Flakon zum Überleben, zum Trinken, wird das ganz normal dann ausgeführt beim zweiten Mal drücken. Schön, aber da ist dann meistens schon das Timing halt verkehrt.
Also, dass der Gegner irgendwie eine Öffnung in der Verteidigung hat oder dass ich jetzt hinter ihm stehe und ihn backstabben könnte, das meine ich jetzt damit. So, das wäre jetzt aber kein Problem, wenn es den zweiten Fehler nicht geben würde. Drücke ich nämlich jetzt meine Verteidigungstaste, nachdem so ein Befehl verschluckt wurde, dann wird anstatt, dass ich jetzt blocke oder pariere, wird diese Aktion durchgeführt. Das heißt, entweder ein Angriff, wenn ich Angriff gedrückt habe, oder aber, oh, da ist sie. Oder aber, dann wird der Gegenstand benutzt. Und das ist schlecht. Warum ist das schlecht? Komm erstmal bitte hier rüber. Da ist nämlich ein Abgrund, nämlich dieser Gegner kann einen Gegenstand fallen lassen, den ich gerne hätte. Und das wird schwierig, wenn sie hier irgendwie ins Nichts fällt. Ich weiß es gerade gar nicht, ob sie ins Nichts fallen kann. So, schön, schön, schön. Okay. Ah, steht der Baum scheiße im Weg. Jetzt konter oder sein lassen. Ah, Gott. Sie ist intelligent, sie stellt sich mit dem Rücken an Bäumen. So, kontern. Ah, verdammt. So, das kann jetzt nur noch Ewigkeiten dauern. Na, jetzt hat sie gerade auf den Bogen gewechselt. Jetzt hätte ich schön draufholzen können. Schwung! Okay, das scheint sie nicht zu können, abzukönnen. Na gut, das hier doch, okay. Jedenfalls ist das Problem halt, dass ich dann irgendeine Aktion einsetze, während ich eigentlich verteidigen müsste, weil der Gegner dann irgendwie eine Attacke oder sowas fährt. Und dadurch bin ich schon so oft gestorben. Diesen Steuerungsfehler, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin der Einzige, der sich über diesen Fehler aufregt. Zumindest habe ich sonst noch keinen sich drüber beschweren gehört. Weiß nicht, ob ich was irgendwas falsch mache. Ich will dem Spiel das jetzt auch nicht entgegenhalten, wenn ich hier irgendwie einen Fehler mache, aber ich wüsste nicht was. Tatsächlich nicht. Ich wüsste nicht was. Und das hat mich schon so viele Leben gekostet. Vielleicht kann sich ja jemand mal äußern, der das Spiel vielleicht noch intensiver spielt als ich. Beispielsweise einer. Na, verdammt, ich wollte gerade wieder einen Sprungangriff nach vorne machen. So, der Gegner lockt mich jetzt irgendwo hin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Vielleicht soll ich mal in den Rücken von ihr. Jetzt. Nein, bitte. Oh Gott, Gott sei Dank war das kein Konter. Oh Gott, nein, nein, noch nee. Jetzt kommt sie sich wieder Verstärkung von so einem Viech holen. Kann ich vielleicht hier ein bisschen. Ja, ich habe mich schon wieder total verfranst hier. Und Umarmung. Wenn jetzt ein Fall kommt, bin ich wohl hinüber. Ihr seht ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt sehe ich natürlich nicht, von wo sie schießen könnte. Das ist schlecht. Hier gibt es nämlich einige von diesen Viechern. Und da müsste ich alles nochmal machen, obwohl ich gerade relativ nah am Ziel war. Das passiert, wenn man die Umgebung nicht im Blick hat. So, jetzt warte ich noch auf einen Pfeil, damit ich. Aha, von da hinten schießt sie. Dann müsste sie jetzt gegen den Baum böllern. Gut. Es tut mir leid, dass ich hier gerade nicht wirklich viel geschafft kriege, aber dieses Item möchte ich doch ganz gerne haben. Okay, jetzt lockt sie mich wahrscheinlich hier ewig tief rein. Ah, Gott. Okay. Oh Gott, sie ist Meisterin im Ausweichen. Sie kann Ninja-Moves. Okay, und jetzt zock. Sehr schön. Und nochmal. Mist, er ist jetzt zu weit. Oh Gott, ausgewichen. Boah, das ist gerade echt intensiv, Leute. Weil ich hier, wie gesagt, eigentlich viel zu früh hinkomme. So, hau nochmal zu und. Yes! Das müsste es gewesen sein. Das müsste es gewesen sein. Und. Ah, oh, ja. Doppelmenschlichkeit. Mir geht's um Ferris-Bogen. Den wohl besten Bogen für Agilitätsklassen. Okay. Jetzt bin ich hier gerade wohl total in der Pampa. Ich gucke mir den Bogen erst später an. Verdammt, wo bin ich hier? Ja, das ist das Problem. Irgendwie sieht alles gleich aus. Okay, da hinten müsste die Burgruine sein. Also andere Burgruine sein. Und hier sind noch mehr Bäume. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich hier im Baumgebiet. Mal sehen, ob ich es mir leisten kann, dort kurz hin. Weil dort gibt es eine, ja, eine Rüstung. Wahrscheinlich die beste, die wir jetzt gerade finden können. Nämlich die östliche Rüstung. Ja, ich blocke jetzt lieber. Das Problem ist, wenn ich irgendwie blocke und die Blocktaste gedrückt halte, bekomme ich nicht die Option, den Text wegzudrücken. Oh, ich habe fast 20.000 Seelen. Yay! Ja, ansonsten dürft ihr hier mir gerne Daumen runter geben dafür, dass ich die strunzdumme KI ausgenutzt habe, um die schwierigsten Brocken, diese zwei hochgerüsteten Ritter, loszuwerden. Aber ich meine, ja, ihr habt es ja gesehen, mit genug Ausdauer und genug Backsteps sind die eigentlich auch kein Problem. Aber es ist immer das Problem, in Anführungszeichen, wenn ich hier aufnehme. Oder wenn man hier aufnimmt, dass es dann irgendwann nicht zu langweilig wird. Okay. Mal sehen, Moment, ich setze mich erst. Nein, ich setze mich doch nicht ans Lagerfeuer. Wenn ich hier sterbe, stehe ich hier direkt hier wieder auf und kann meine Seelen aufnehmen. Moment, ich wollte den Bogen eben demonstrieren. Dann packen wir das hier weg, packen wir den Bogen da rein, wenn er leicht genug ist. So. Moment, Fernkampfwaffen sind hier. Der Bogen skaliert mit S. Beste Skalierungsklasse mit
Agilität. Oder Beweglichkeit, oder wie es ja heißt. Ja, Beweglichkeit. Und ich glaube, ich brauche auch 20 Beweglichkeit, um ihn tragen zu können. Moment, ich gucke mal eben nach. Ne, 18, okay. Ah, oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, dass ich diesen Bogen habe. Ah. Oh. Nicht, dass ich ihn oft einsetzen werde, aber... An einer bestimmten Stelle wird er mir noch zugutekommen, weil es dann nur noch einen anderen Bogen gibt und der ist sauteuer im Unterhalt. So, aufsteigen, was nehmen wir denn? Glaube ich, nehme mal ein bisschen hier. Ein bisschen... Oh ja, komm. Ja, komm. Beweglichkeit wäre auch gut, aber wenn ich an einer anderen Stelle eine gute Waffe kriege, will ich dann doch noch ein paar Punkte in Stärke investieren. Mal sehen. Ich laufe jetzt mal offscreen zurück zur Weggabelung hier. Und guck mal in der Zeit, wie lange mich das jetzt hier gekostet hat. So, jetzt bin ich hier wieder ein Stückchen weiter. Würde ich hier weiterlaufen, käme ich wieder zum Schmied. Aber da möchte ich jetzt noch nicht hin. Okay. Wobei mir gerade einfällt, ich Idiot, wollte eigentlich noch eine zweite Sache da erledigen. Da oben. Also da, wo ich gerade gekämpft habe und so, um den blöden Bogen zu finden. Oder zu bekommen. Mache ich dann eventuell am Anfang der nächsten Folge, wenn ich das Gebiet dann nochmal leer geräumt habe. So, an dieser Stelle hier möchte ich relativ schnell nach oben unten laufen, weil hier wieder eine der schönen, tollen Echsen sich befindet. Ob er dir entkommen sollte, hoffentlich kriege ich sie noch. Jawohl. Also sie ist noch nicht tot. Das Problem ist, man muss sie tief unten treffen und da fällt mir bei der Waffe hier nur grauer Brocken, sehr schön. Dieser Sprung nach vorne Angriff ein. Wenn diese Echse entkommen sollte, ist es nicht schlimm, wenn man den Speicherstand nochmal lädt. Und diese Stelle nochmal besucht, ist sie beim nächsten Versuch wieder da. Okay, dass ich jetzt Ferris Bogen bekommen habe, erinnert mich immer an Record of Lodoswood, da hieß die Göttin Ferris. Wäre jetzt nicht so wild gewesen, weil es hier... Moment, habe ich den nicht gekriegt gerade oder habe ich das nur übersehen? Moment. Doch, den langen Bogen gibt es hier. Skaliert mit A, ist also jetzt nicht so viel schlechter, hat aber eine schlechte Reichweite. Skaliert besser mit Stärke, Wahnsinn. Hat aber besseren physischen Schaden, sehe ich gerade. Na, zumindest... Noch! Wenn ich mehr Beweglichkeit habe, dann relativiert sich das wieder. Okay, aber dafür hat man ja die bessere Reichweite. Das bedeutet, dass wir auf der Distanz... Je mehr Distanz, umso mehr kriege ich... kann ich Schaden verursachen bei den Gegnern, die weiter weg sind. Ich weiß gar nicht, ob sich die Reichweite generell erhöht. Also, ja, wie weit der Bogen fliegen kann. Wobei, die fliegen ja keine richtigen... ballistischen Bögen, aber auch egal. So, ich werde mich jetzt erstmal nicht wieder zum Menschen machen, weil ich jetzt die mir bekannten oder die mir gesagten Invader... Ey, ich stand hinter ihm. Na gut, ich stand irgendwie etwas weiter unten. Das ist schlecht. Nämlich... Hilfe! Aua! Oder? Entschuldigung, dass ich gerade... Achtung! So, immer schön schützen. Ach, das ist das Problem hier. Ich würde am liebsten ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen haben. So, komm mal ein bisschen hier hoch, komm mal her. Ja, fein machst du das, fein! Feiner Ritter! So, jetzt kriegst du hier ein feines Stück Stahl in den Hintern. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, weil die Gegner hier... weil der Gegner hier halt relativ groß ist. Oder ob die Entwickler generell so ein bisschen anal fixiert waren. Ich meine, man sieht es ja auch am Schwein. Wo man so beim Backstabben seine überflüssigen Sachen mal eben hinsteckt, ne? Weil sie im Weg sind. Danke, dass du mich nicht getroffen hast. So, Ritter tot. Und. Ich habe kein Glück mit den schwarzen Ritterwaffen. Der hätte einen geile Glaive. Oder sowas ähnliches wie eine Hellebarde oder was es war, droppen lassen können. Ja. Nun denn. Ja, genau. Hier befindet man einen. Ja, ein Schild, den ich eigentlich gar nicht so benutze. Er ist eigentlich relativ gut, weil er die, die Ausdauerregeneration erhöht. Aber er hat nur 95% schützt er vor, wie heißt es? Vor Schaden, vor physischem Schaden. Was ich jetzt nicht so gut finde. Und auf der anderen Seite hat er auch keine besonders tolle Haltung. Man kann nicht mal irgendwas aufsteigen. Ja, kann ich nicht. Also, Beweglichkeit. Und was sich hier sonst noch befindet und was ich noch in dem oberen Gebiet erledigen wollte, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dark Souls. Bis zum nächsten Mal. Ciao.